So, meine Damen und Herren, heute checken wir mal with you. Hier fällt das Mikrofon auseinander. Wir checken heute mal with you ab von Linkin Park aus der Honda Civic Tour 2012. Was ist denn hier los? So, viel Spaß. Der Song ist übrigens mega krass underrated. Der wird immer gern vergessen, aber ist einfach einer der krassesten. Also wie Chester da screamt und wie er das singt und wie sich das abwechselt, das ist wirklich krass. Das Krasse ist ja, wie gut dieses Sounddesign hier ist und wie krass die ganzen Instrumente ausgearbeitet sind, vor allem hier diese Gitarren. Das klingt einfach mega krass, ne? Und Mike rappt unfassbar fresh über den Beat. Über den Beat sage ich schon, ne? Über den Song. Also das ist wirklich krass. Ich liebe diese dämonischen Screams von Chester, die er da an den Tag legt. Ne? Das klingt einfach so geil, wenn der einfach nur den Mund aufmacht. Das klang gerade einfach so geil. Ich mag auch diesen Hall-Effekt, den man hier Chester auf die Stimme gelegt hat. Und hier ist einfach alles kaputt. Das ist einfach so ein geiler Live-Track. Unfassbar krass. Find nur ich das. Das ist ja einfach mega gut. Ein Song, der, weiß ich nicht, 20 Jahre alt ist. Wenn nicht noch älter. Und er klingt einfach so fresh und so neu. Warum geht denn hier der scheiß Maus nicht? Klingen einfach unfassbar gut. Ich liebe ja so Details. Wenn du einen Song hörst und du hast den so in deiner Erinnerung und dann hörst du den mal wieder und entdeckst einfach ganz neue Facetten. Und das ist hier mit dieser Gitarre auch so. Das ist einfach unfassbar schön.
Oh, wie schwer das einfach zu singen sein muss. Man merkt es, wie angestrengt Chester ist, ne, weil das ein richtig krasser Song ist, aber der meistert es einfach ohne Probleme, wie es scheint. Ne, und jetzt kommt natürlich die überkrasse Stelle. Der Scratch des Jahrzehnts, nenne ich es mal. Johann, das ist wirklich eines der Highlights des Songs. Ladies and Gentlemen, Mr. Hahn. Auf jeden Fall cooler geworden über die Jahre, aber irgendwie richtig motiviert ist er auch nicht, oder? Oder täuscht es? Was ist denn mit den Leuten da eigentlich los, ne? Mit dem Typen hier. So ein bisschen, wenn da Linkin Park live spielt, ne? Und er nur so, ja, ich muss mal weg, ne? Also, der weiß hier gar nicht, was er eigentlich hat. Man merkt erst, wenn es weg ist, wie wichtig einem etwas ist. Einfach so gut. Diese Air Drums, die Mike da spielt, der hat einfach Bock. Dem macht es einfach Spaß. Ich liebe das, wenn eine Band, nachdem sie das, weiß ich nicht, tausendmal performt haben, immer noch so Bock haben und immer noch so spielerisch dabei sind. Schmackofatz, wie ich immer wieder gerne zu sagen pflege. Unfassbar krass. Unfassbar geil. With You, einer meiner Geheimfavoriten. Schöner, schöner Song. Geil performt. Und live, also nochmal, weiß nicht, ne? Die Studioversion ist richtig krass. Und live nimmt sich das nix. Unfassbar gut. Danke fürs Zugucken, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.